2004 setzte sich der deutsche Entwickler Crytek mit Far Cry ein Denkmal. Waren es sonst Firmen wie id Software oder Valve, die technisch das Sagen hatten, konnte der damalige Coburger Entwickler nicht nur dagegen, sondern locker mithalten. Far Cry bot ein unverbrauchtes und originelles Inselsetting, für damalige Verhältnisse grandiose KI und die Möglichkeit, die großen Level auf unterschiedliche Arten und Weisen zu beenden. Ja, gegen Ende verzockte sich Far Cry mit den mutierten Gegnern. Die Reise bis dahin war allerdings ziemlich fantastisch. Umso gespannter war man natürlich darauf, was Crytek als nächstes in Angriff nehmen würde. Statt mit Ubisoft eine Fortsetzung zu entwickeln, ging man dann einen Deal mit Electronic Arts ein, um an etwas Neuem zu arbeiten. 3 Jahre nach Far Cry erblickte das Ergebnis dieser Zusammenarbeit das Licht der Welt: Crysis. Mit dem Nanosuit, dem Markenzeichen der Serie, der verschiedene Spielmöglichkeiten zulässt, kämpft ihr nicht nur gegen menschliche Gegner, sondern auch Aliens, die versuchen, den Planeten zu erobern. Crysis erlangte aber vor allem auch dadurch Berühmtheit, weil es technisch lange Zeit einer der anspruchsvollsten Titel war, den man je auf dem PC gesehen hatte. Die Frage "Can it run Crysis?" wurde nicht umsonst zu einem kleinen Witz. Ohne absoluten High-End-PC kam man nur bedingt in den Genuss der grandiosen Grafik. 13 Jahre später steht nun mit Crysis Remastered eine grafisch aufgepeppte Version bereit. Und zwar nicht nur für den PC, sondern auch für die Konsolen inklusive Nintendo Switch. Und abermals stellt sich die Frage: Can it run Crysis? Zumindest viele PCler sind verärgert über diese Remastered-Version von Crysis aus dem Hause Saber Interactive. Statt auf dem Original für den PC zu basieren, nimmt das Remaster die Konsolenversion für PlayStation 3 und Xbox 360 als Grundlage, die leichte Unterschiede aufweist. So fehlt zum Beispiel eine Flugmission. Auch wurden grafische Abstriche bei dieser Ur-Konsolenversion gemacht, wie sich weniger bewegende Vegetation. Hinzu kommt, dass die Performance auf dem PC nicht sonderlich gut sein soll. Da muss man klar sagen, dass das natürlich schade und eine vertane Chance ist. Aber wie sieht's da bei den Konsolen aus? Gerade hier gibt es durchaus ein Feature, das man so in dieser Konsolengeneration noch nicht gesehen hat: Raytracing. Allerdings nur für die Xbox One X und die PlayStation 4 Pro Version des Spiels. Um mich davon zu überzeugen, inwiefern sich da optisch etwas ändert, habe ich den Anfang zweimal gespielt. Einmal im Qualitätsmodus mit 4K auf der One X und einmal mit Raytracing bei dynamischer 1080p Auflösung. Raytracing sorgt bei den Konsolenversionen dafür, dass die Reflexionen besser aussehen. Und siehe da, anfänglich hatte ich erstmal gar keinen großen Unterschied bemerkt, bis auf dass das Spiel im Raytracing-Modus aufgrund der dynamischen Auflösung nicht so scharf aussieht. Als es im Spiel dann endlich hell wurde, war das dann ein anderes Thema. Als ich ein kleines Gegnercamp ausgenommen hatte, stellte ich mich auf den Strand, um zu sehen, wie sich Qualitäts- und Raytracing-Modus unterscheiden. Und siehe da, Reflexionen von Felsen sahen im Wasser einfach noch eine Ecke besser aus. Auch der Steg war deutlicher sichtbar im Wasser. Aber mal ganz ehrlich, ist das ein gigantischer technischer Sprung nach vorne? In meinen Augen nicht. Hätte man auch nicht den direkten Vergleich, würde es vielen Leuten wohl nicht mal auffallen. Aber man muss auch dazu sagen, Raytracing beschränkt sich hier eben nur auf die Reflexionen und wird softwareseitig errechnet. Vor allem aber interessierte mich auch, wie die Switch-Version sich hier schlägt. Nun, hier gibt es weder einen Raytracing noch einen Qualitätsmodus. Natürlich fällt da die geringere Qualität bei Texturen auf. Und auch, dass die Auflösung oft bei 720p landet im Docked-Modus. Dennoch finde ich es irgendwie beeindruckend, dass Crysis auf Nintendos Konsole läuft und tatsächlich dennoch ganz gut aussieht. Tarnfeld aktiviert. Stellt sich letztendlich nur die Frage, ob man dieses Remaster gebraucht hätte? In meinen Augen nicht. Optisch ist das weder auf PC noch auf Xbox One oder PlayStation 4 Pro ein Spiel, das grafisch up-to-date ist. Raytracing hin oder her. Natürlich ist es immer noch beeindruckend, dass man Bäume mit seiner Waffe niedermähen kann und diese genau dort kaputt gehen, wo man sie trifft. Und dass man ganze Baracken mit Autos und Explosionen verwüsten kann. Auch wenn die Physik manchmal echt komische Sachen mit Trümmerteilen anstellt. Zerstörbare Umgebung würde ich mir tatsächlich von mehr Spielen heutzutage wünschen. Doch trotz besserer Auflösung, Texturen und Beleuchtung merkt man dennoch, dass man hier ein altes Spiel serviert bekommt.
Mit aktuellen Produktionen kann Crysis nicht mithalten. Dafür sind Dinge wie Gesichtsanimationen und andere Sachen einfach zu schlecht. Spielerisch gibt's halt die Sandbox-Open-World-Level-Kost, die Crytek so berühmt gemacht hat, die mittlerweile aber auch nicht mehr so frisch ist. Letztendlich wäre ein vollumfängliches Remake sinnvoll gewesen, als dieses Remaster, was in meinen Augen etwas zu halbherzig ist. Und das man ehrlich gesagt auch nicht wirklich gebraucht hat. Die Frage, can it run Crysis, können die aktuellen Konsolen mit Ja beantworten. Aber wirklich spielen will ich den Titel in dieser Form nicht mehr. Gut, hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs.